Wenn Sie den Disk-Simulator starten, dann sehen Sie, dass die Bezeichnung der einzelnen Kapitel einfach durchnummeriert wurde. Zum Beispiel Kapitel 1, Kapitel 2, 3, 4 und so weiter. Zudem sehen Sie, dass in den Miniaturbildern der Schaltflächen ein Foto aus dem Film hinzugefügt wurde, nämlich an der Position, an der auch die Kapitelverknüpfung auf der Timeline positioniert wurde. Das Kapitel 1 blendet von schwarz ein und darum ist auch dieses Fenster schwarz. Ich zeige Ihnen nun in dieser Lektion, wie Sie die Bezeichnung der Kapitel und den Inhalt der Schaltflächen ändern können. Dazu schließe ich dieses Fenster und wähle das Kapitel an, dessen Namen ich gerne ändern möchte. Ich klicke also mit der linken Maustaste auf die Verknüpfung im Menü. In diesem Feld können Sie nun den Namen anpassen. Sie sehen, dass das Wort aus Kapitel und dann diesem Raute-Symbol besteht. Das Raute-Symbol bedeutet, dass eine automatische Durchnummerierung in Zahlen erstellt werden soll. Ich schreibe aber nun einen Text über die Tastatur in dieses Feld hinein. Zum Beispiel Fahrradtour und bestätige mit der Eingabetaste. Sie sehen nun, dass diese Bezeichnung dieser Schaltfläche im Menü ebenfalls korrigiert wurde. Sie können also jede Schaltfläche mit der Maus auswählen und entsprechend den Text ändern. Mit den Pfeilen nach links oder rechts können Sie von Schaltfläche zu Schaltfläche springen, um so eine schnellere Auswahl zu erhalten. Ich möchte nun aber noch das Vorschaubild dieser Verknüpfung bzw. Schaltfläche im Menü ändern. Und zwar geht das sehr einfach, indem ich die Playline auf der Timeline positioniere, und zwar so weit, bis ein Bild im Vorschaufenster zu sehen ist, das repräsentativ ist für diese Schaltfläche. Nehmen wir einmal an, ich möchte gerne diesen Hintergrund in dieser Schaltfläche anzeigen lassen. Ich positioniere also die Playline auf der Timeline und drücke dann auf dieses Symbol Miniaturen. In dem Moment wird das aktuelle Bild in diese Schaltfläche hinzugefügt. Wenn Sie das Miniaturbild dieser Schaltfläche ändern möchten, dann klicken Sie zuerst mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche, positionieren die Playline und klicken dann auf dieses Symbol. Klicken Sie wieder auf die Menüseite und überprüfen Sie das neue Miniaturenbild.